Epilog. Eine neue Welt. Die Reise war vorbei und wir hatten unser Ziel wahrlich erfüllt, trotz allem, was geschehen war. Nach dem bedeutenden Tag wurde diese Welt eine andere. Nichts war mehr wie zuvor. So stark waren die Veränderungen gewesen, dass eine neue Zeitrechnung begann. Zumindest wurde dies entschieden, wenige Wochen später, als alle bemerkten, dass es wahrlich nicht nur eine temporäre Veränderung wäre. Der Tag der Wiederkehr Rondos war nun der Tag Null des Zeitalters der Einigkeit. Und diese Einigkeit kehrte wahrlich ein. Das Dorf, in welchem ich lebte, war ein perfektes Beispiel. Es war wie, als wären unsichtbare Grenzen um die Hütten geschwunden. Tiere gingen ein und aus, niemand war einander feindlich gesinnt. Manche Tiere begannen auch mit uns Menschen zu leben und ja, ich sollte wohl keine derartigen Unterscheidungen mehr treffen, aber es ist schwer, sich umzugewöhnen. Allgemein fiel es mir ehrlich gesagt recht schwer, mich an all das Neue zu gewöhnen. Auf der Reise war es für mich einfach, es war etwas komplett anderes, aber dies war mein Alltag, wie ich ihn kannte, oder eben auch nicht mehr. Denn alles war anders. Rubin war weg, stattdessen lebten nun Mira und Sonne mit mir in der Hütte. Sonne ist simpel, der Name, welchen Mira dem Welpen passenderweise gab. Ein Welpe und eine Eiselementarin halfen meinem Gewächshaus jedoch weniger. Aber auch dies war kein Problem, da unter den Tieren, die regelmäßig ein- und ausgingen, auch ein paar hilfsbereite Feuerelementare waren. Die Gruppe, welche diese Reise gemeinsam bestritt, teilte sich tatsächlich etwas weniger auf, als ich erwartet hatte. Nilon hatte sich schnell entschieden, dass die Kälte auf Irelius für ihn kein Problem wäre. Und er die Rückreise nicht mehr antreten wollte, vor allem aus Altersgründen. Schatten behauptete zumindest zu bleiben. Gesehen habe ich ihn aber seit Monaten nicht mehr. Es war allerdings wahrscheinlich, dass er sich irgendwo im Wald herumtrieb und nur auf die perfekte Gelegenheit wartete, mich zu verarschen. Phönix war ein Gegenbeispiel zu dieser Regel. Zwar überlegte auch sie zunächst, ob sie nicht auf diesem Kontinent bleiben sollte, jedoch konnte sie sich wirklich nicht an die Kälte anpassen. Sie kehrte einfach zurück nach Pentalan, aufgrund ihrer Fertigkeiten, ohne dass sie hierfür Hilfe benötigte. Ich hatte bereits angeboten, sollte jemand in seine Heimat zurückkehren wollen, würde ich bei der Überquerung des Meeres helfen. Jedoch ergab sich daraus ein großes Problem. Es gab genau ein Tier, welches am Boden lebte und nicht auf Irelius bleiben wollte, und das war Era. Also 2 Tage auf Reise, allein mit ihr. Es war im Prinzip genauso spaßig, wie es sich anhört. Kaum hatten wir Perinium erreicht, kehrte ich wieder um und überließ Era sich selbst. Sie selber schien damit kein Problem zu haben. Und somit blieb ja auch nur noch Vin, der ohnehin bereits auf Irelius gelebt hatte. Nachdem nun alles so gekommen war, wie er es sich von Anfang an erhofft hatte, hatte er sich seinen Traum tatsächlich erfüllt. Am Meer konnte man alle paar Tage nun beäugen, wie ein wahrer Showmaster mit seinem Partner agierte. Und ich verarsche euch nicht. Vin hatte seine Show doch tatsächlich den Namen, den Mira einst scherzhaft vorgeschlagen hatte, gegeben. Vin, der grazilste Fettkloß im Norden. Doch wie bereits erwähnt, allein fand seine Show tatsächlich nicht statt. Er hatte sich mit einem Menschen zusammengetan, einem Meister der Kampfkunst, der jedoch sein Talent nun nicht mehr effektiv nutzen konnte. Doch in Zusammenarbeit mit dem eleganten Schwabbel konnte er es in der Show immer noch gut einbringen. Ja, ich rede von meinem Bruder Arkadios. Nun, wo der Krieg nicht mehr stattfand, war einfach weniger Planung eines Anführers vonnöten und sollte man sie doch mal brauchen, wandte man sich nun an mich. Arkadios hatte seinen Titel abgelegt und mir übergeben. Offensichtlich hatte er seine Sicht auf mich doch sehr geändert. Aber irgendwo machte die Entscheidung auch Sinn, da ich als einziger jede Spezies verstand. Und nun zu Mira und Sonne. Es war eindeutig, dass gerade in den ersten Wochen
immer noch eine gewisse Furcht Miras vorhanden war, ein Unbehagen gegenüber Menschen, doch je mehr Zeit verging, desto eher schwand es. Stattdessen legte sie ihren Fokus auf den Welpen, für den sie eine Mutter war. Auch wenn schnell klar wurde, was doch vieles erleichtern würde, Sonne selber wusste, dass Mira nicht seine leibliche Mutter war. Aber ihr Verhältnis trübte das trotzdem wenig. Jeden Vollmond, seitdem einst dieser Himmelskörper den Frieden einläutete, stellte sich Mira hoch auf einen kleinen Hügel nahe dem Dorfe. Es war für sie eine Art Ritual geworden. Ab seinem 4. Lebensmonat machte auch Sonne mit, als beide jeden Monat aufs Neue den Vollmond anheulten. Monate vergingen, das Leben verlief weiter. Auch wenn ich selber merkte, manchmal in einer einsamen Minute schien Mira doch sehr niedergeschlagen. Jeden Monat sorgte sie sich mehr um ihren Partner, nie erreichte uns ein Wort von ihm. Jeden Monat schien sie Hoffnung zu verlieren. Bis zum Vollmond des 10. Monats. Wieder einmal dasselbe Ritual wie jeden Vollmond. Nur eins war diesmal anders als die 9 Male zuvor. Denn dieses Mal, hoch oben auf dem Berg der Sonne, schien es beinahe, als riefe der Vollmond zurück. Das Brüllen eines mächtigen Drachen und das Heulen eines Wolfes erklang von der Spitze des Berges. Und sofort wussten wir, es war soweit. Der Friedenskämpfer kehrte zurück. Und an diesem Punkt war es, dass das Leben eine gerade Bahn einnahm. Ein ruhiges Leben voller Frieden. Selbst Dorona Mut setzte sich zur Ruhe, nun wo die Botschaft in der Welt verbreitet war. Er lebte nun auf dem Berg der Sonne, doch reiste immer noch häufig. Im Dorf geschah nicht viel Besonderes. Da meine Hütte für 3 Wölfe und mich doch etwas zu klein war, entschied ich, dass die Familie ein eigenes kleines Heim haben sollte. Wobei mir ein paar andere aus dem Dorf halfen. Somit lebte ich zum ersten Mal seit vielen Jahren tatsächlich alleine. Aber meine Freunde waren gleich nebenan. Auch wenn sie sich so lange nicht gesehen hatten und Sonne seinen Vater beinahe nicht kannte, schien in der kleinen Familie alles prima zu laufen. Und so geht das Leben weiter und führt uns in eine Zukunft, die für alles offen und doch voll von Frieden ist. Heute, wenn ich diese Zeilen schreibe, sind 2 Jahre seit Beginn der neuen Zeit vergangen. Veränderung kann etwas Schönes sein. Zwar hat es oft auch Nachteile, aber die Vorteile überwiegen beinahe immer. Im Moment habe ich nicht viel zu tun. Oft verbringe ich recht viel Zeit mit Sonne oder eben damit, dies zu schreiben. Sonne verbringt seine Zeit derzeit eher ohne seine Adoptiveltern, da die beiden doch ziemlich beschäftigt sind. Wie es wohl wird, wenn er bald eine Schwester bekommt. Nur die Zukunft kann es zeigen. Eine blühende, eine strahlende Zukunft. Für alle.